Hallo Leute, ich wollte heute mal ein 4000 Kilometer Fazit von meiner Sachs E-Roadster machen. Also jetzt nach 4000 Kilometern, ich habe mir das Schutzblech dort mit meinem Schloss etwas eingerissen und mit schwarzem Ducktape wieder geflickt. Den Federungsschutz habe ich dran gelassen, hat sich bei meinen Allwetterfahrten wirklich bewährt. Ich habe sonst nichts gemacht. Hier den Bremsgriff habe ich mal ausgetauscht, der war beim Umfaller verbogen und da habe ich natürlich neue Bremsflüssigkeit drin. Und wenn man jetzt von hier schaut nochmal, ich habe jetzt hier etwas über 4000 Kilometer auf dem Tacho. Aktuell sind jetzt 67% Akku drin und ich bin gefahren mit den 33%, bin ich 29,4 Kilometer gefahren. Also würde ich wieder so meine 85, 90 Kilometer Reichweite hinkriegen. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Teil. Es macht Spaß. In den Kurven muss ich jetzt bei der größeren Kälte ein bisschen aufpassen. Die Reifen, die sind nicht so warm. Genau, ganz bisschen Flugrost hat sich hier gebildet. Das kann ich noch als Fazit sagen. Lässt sich aber immer wegwischen. Ich bin ansonsten, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem Teil. Macht immer noch sehr viel Spaß mit dem durch die Gegend zu fahren. Vor allen Dingen benutze ich ihn ja auch mal bei weiteren Strecken. Ich bin als Springer eingesetzt auf der Arbeit und dann kommt es mal vor, dass ich auch etwas weitere Strecken fahren muss. Und so habe ich immer so ein bisschen die Garantie, dass das auch alles gut erreichbar ist. Ich lade zu Hause in einer Steckdose mit einer kleinen Verlängerungskabel. Funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ihr spezifische Fragen habt, lasst mich's wissen. Ansonsten verbleibe ich und würde sagen, ich mache mal wahrscheinlich dann eher so in einem Jahr, wenn ich dann so die 7.000, 8.000 Kilometer drauf habe, noch ein neues Fazit, wenn ich dann noch habe. Ich liebäugel nämlich schon mit dem City Sister 6.0 als Chopper. Mal sehen. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, könnt ihr mir auch schreiben. Und tschüss.